vorne Blitzcheck extrem. Ja, was ist das? Es kommt uns immer näher. Ich übernachte heute in einem 0-Sterne-Hotel mitten in der Schweiz. Was passiert, wenn es hier anfängt zu gewittern, wenn Tiere einen angreifen, wie viel das Ganze hier kostet, ob sich das Ganze lohnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich habe hier gerade so ein geiles Hotel gefunden. Schaut euch das mal an. Das ist einfach ein 0-Sterne-Hotel. Man schläft hier einfach komplett unter freiem Himmel. Das müssen wir eigentlich machen, oder? Bist du auch mit dabei? Yes, let's go, Leute. So, alles ist gepackt. Jetzt kann es auch schon losgehen. Wir sind dafür einfach über 2 Tage in die südlichste Schweiz gefahren, nur um dann das zu bemerken. Nein! Wir wissen jetzt tatsächlich gar nicht, ob wir überhaupt jetzt auf das Bett können oder ob wir da übernachten können. Was machen wir eigentlich? Das wird eine geile Fritz-Meinecke-Regenübernachtung mit Tarp und allem drum. Wir wollten dann nichts mit dem Zufall überlassen und dachten zu dem Zeitpunkt, wir hätten uns vor allen Gefahren gut ausgerüstet. Da ist das Hotel, das quasi das Ganze organisiert. Wir wurden jetzt gerade von 3 Butlern begrüßt. Einer davon bringt uns jetzt zum Zimmer. Bin wirklich sehr aufgeregt und gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Ich bin ja schon aufgeregt und fertig. Ich seh schon. Wir sind einfach hier mitten in der Schweiz. Also komplett unreal. Are there like any animals around here? This morning there was someone who said that he checked if there were some wolves here. Uh-huh. And he said not here, but in the other side. Other side. Wir haben ein Riesenproblem. Wir haben jetzt einfach hier dieses unfassbar geile Bett irgendwo und nirgendwo. Aber nach vorne kommt es einfach drüber. Was ist das denn? Alles wieder zumachen, ne? Wir haben alles dabei. So, Alter. Da vorne blitzt es schon richtig extrem. Wir sind auf einem Berg. Also eigentlich nicht gut, gerade hier zu sein. Deswegen lassen wir das jetzt hier alleine. Komm später wieder. Ja, sind wir sicher. Jetzt heißt es eigentlich nur abwarten, bis das Gewitter weg ist. Wenn es gar nicht ist, holen wir uns Fritz Meinecke-Style einen Tarp und werden einfach draußen mit Tarp schlafen. Haben wir einen Tarp? Nein. Da ist unser Bett. Schaue ich gerade wieder in den Wetterradar. Steht hier bis 21 Uhr, 22 Uhr Regen. Sind wir im allen Ernstes 2 Tage hier runtergefahren, nur um festzustellen, dass es jetzt die ganze Zeit regnet? Wir waren schon komplett am Verzweifeln, doch dann ist es doch nochmal aufgezogen. Die Sonne ist untergegangen und jetzt hat das Gewitter aufgehört, aber deswegen werden wir jetzt auch direkt zum Bett fahren. Ach nee, wenn das da drüben jetzt auch wieder über uns zieht, dann kriege ich die Krise. Schaut euch doch mal bitte das hier an, das ist unser 0-Sterne-Hotel, beziehungsweise 0-Sterne-Zimmer. Ich hoffe einfach, dass wir nicht mitten in der Nacht aufwachen und hier nass werden. Dieser Regen, ey. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine richtige Roomtour, ja? Wir haben jetzt mal die Zeit. Wir haben hier eine Lampe, die kann man an- und ausmachen. Wir haben Kissen, wir haben Decken. Wir haben nicht mehr, Leute, weil es sind einfach 0 Sterne. 1 Stern wäre dieses Equipment. 2 Sterne wäre das. 3 Sterne hätte man schon das dabei. 4 Sterne das. Bei 5 Sternen hätte man dieses Equipment. Ihr denkt jetzt so 0 Sterne, okay, man zahlt da bestimmt nicht viel, aber ich habe ordentlich was hierfür bezahlt und am Ende des Videos erfahrt ihr dann auch, was ich hierfür bezahlt habe und ob sich das Ganze gelohnt hat. Und als wir euch zeigen wollten, was wir alles dabei haben, hat es einfach schon wieder angefangen zu regnen. Aber ich hatte die Idee. Es regnet gerade die ganze Zeit. Lasst uns doch einfach quasi so eine Burg mit so einem Stock in der Mitte, damit wir so wie so ein Zelt haben. Genau. Komm, ich halt hoch. Das Bett ist komplett nass. Wir haben eine Axt und ein Seil dabei. Versuchen jetzt irgendwie diese Plane, da ein kleines Zelt rauszubasteln. Fängt schon das erste Problem an. Wie macht man jetzt einen Knoten? Dieser Regen hier. Ich würde sagen, wir wollen zu 7 vs. Wild. Das ist der Knoten aller Fabian. So, aber ich glaube, so sollte das halten, oder? Ich find's lustig. So, wir sind fertig. Fritz, wir melden uns an für 7 vs. Wild. Seile binden können wir schon mal. Alter, wir warten gerade, bis der Regen rum ist. Und auf einmal hören wir so ein richtig lautes Geräusch, was hier in unsere Richtung kommt. Digga, was ist das? Das kommt uns immer näher. Nehmen wir jetzt wirklich ernst? Wo ist die Angst? Soll ich mich als Tribut geben und schauen, was da vorne ist? Nee, for real, da bewegt sich halt wirklich gerade was. Das war aber gerade wirklich richtig, richtig weird. Packen wir jetzt mal unsere Axt aus und holen Feuerholz. Die Frage ist, wo wir trockenes Feuerholz finden. Perfekt. Pack. Digga, was machst du? Guck mal, wie es da runtergeht. Aus Feuerholz holen wurde eine Erkundungstour. Und als wir wieder zurückgekommen sind, entschieden wir uns auf alles oder nichts zu setzen und die Festung für die Nacht komplett
abzureißen. Schauen wir mal an, was das Hotel uns an Essen bereitgestellt hat. Wir haben hier bekommen Brot aus der Region. Zitronenlimonade. Sie wussten zwar nicht, dass ich vegan bin, aber wir haben hier anscheinend auch sehr, sehr gutes Fleisch aus der Region. Wir haben hier noch einen guten Rotwein. Den können wir uns auch gleich mal gönnen, endlich, oder? Als erstes würde ich sagen, tasten wir mal zumindest das komplett trockene Brot. Nichts Besonderes. Das ist Brot mit Salami. Ich esse normalerweise nicht, weil ich vegan bin, vegetarisch. Aber ich mache beim Reisen eine Ausnahme immer. Zack. Testen wir mal den Wein. Ja, also für Rotwein schmeckt er wirklich gut, weil ich mag gar keinen Rotwein eigentlich. Das war zwar ganz nett, aber ich finde, bei sowas gehört einfach noch ein Lagerfeuer und Stockbrot dazu. Und deswegen machen wir das jetzt. Kurze Transition in 3, 2, 1 und zack ist unser Stockbrot fertig mit unserem kleinen Mini-Lagerfeuer. Schmeckt ein bisschen nach Stock. Lecker, aber. Verpflegung, 1 bis 5 Sterne, wird dem Ganzen mal 2,5 Sterne. Kommen wir zum meistgefürchtesten Test der Hotels, der Hygiene-Check-Test mit unserer UV-Lampe hier. Okay, das hier ist das Bett. Ja, oh, okay. Also hier hätte ich jetzt mehr erwartet. Matratze. Wow. Junge, wie gut. Ich bin krass überrascht. Normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, wir checken jetzt mal die Toilette aus, wie die aussieht. Ja, wir sind im Null-Sterne-Hotel. Hier gibt es keine Toilette, also wirklich nicht. Irgendwo 15 Minuten runter ins Dorf kann man auf so eine Parkplatztoilette gehen. Rein von dem ganzen Ding hier war hier alles astrein. Deswegen kann ich den ganzen nur 5 von 5 Sternen geben. Krass. Hat es denn auch Entertainment zu bieten? Und da habe ich jetzt eine kleine Überraschung, Jonas, für dich. Oho. Was für eine Überraschung? Eine PS4! Was? Du hast eine Playstation dabei? Und einen Monitor. Ich hoffe, der hat nicht gelitten wegen dem ganzen Regen. Ja, wo ist die Playstation eigentlich angeschlossen? Das Null-Sterne-Hotel hat leider auch keine funktionierende Steckdose. Die sollte eigentlich hier unten sein, aber funktioniert nicht. Ist aber auch eigentlich egal. Wir haben hier einen mega schönen Sternenhimmel, sind in der super Natur. Also es wäre eigentlich unnötig gewesen. Deswegen, wir haben auch schon über Mitternacht. Und ich würde sagen, wir werden jetzt mal ausprobieren, wie das hier ist, zu schlafen. Ob wir von Tieren angegriffen werden, wir wissen es nicht. Wölfe, ob wir die Tiere sehen. Ob uns das Gewitter nochmal überrascht, oder aber wir werden uns jetzt mal schlafen legen. Erstes Update. Dieses Teil ist einfach gerade auf Jonas Bett gesprungen. Also damit muss man halt auch leben, wenn man hier schläft. Also, bumm. Oh, jetzt ist es weg. Jonas muss jetzt alleine erstmal hier bleiben. Ey, ich brauche die Angst. Weil ich Felix, der hier die Kamera gerade macht, ins Hotel fahren muss. Ich hoffe, du überlebst das hier. Dass ihr seht, wir sind gerade literally mit dem Auto ein Stück gefahren und 10 Minuten diesen Berg runtergegangen. Und dann kommt man zu den Toiletten. Ich bin hier gerade alleine, Leute. Und ich sag euch, wie es ist. Es ist hier alleine wirklich gruselig. Das ist ja wie im Verlies hier. Perfekt. Wie soll man dann hier reinkommen? Wenn ich das Auto höre, werde ich versuchen, ihn irgendwie zu erschrecken. Vielleicht kletter ich hier hinter das Bett. Jetzt hier gerade alleine durch den Wald hoch. Rechts und links hört man halt immer so ein Huschen. Wie kommt jetzt? Die Leute, da vorne ist Jonas. Ah! Hä? Leute? Ah! Sag mich! Ich wollte dich erschrecken! Du Assi! Wir versuchen jetzt mal ein bisschen Schlaf zu catchen. So weird, die ganze Zeit auf einmal sind so komische Geräusche von irgendwelchen Tieren. Also irgendwie fliegen hier halt auch die ganze Zeit Flieger und Hubschrauber. Versuchen hier gerade zu schlafen, aber irgendwie hören die Geräusche nicht auf. Irgendwo da vorne aus dem Busch kannst du schlafen. Das kann doch nicht. Also man kann nicht mehr schlafen, das ist halt super feucht. Da ist man gar keine Lust hat, sich zu bewegen, aber ich schlafe jetzt noch mal ein bisschen weiter. Guten Morgen, 6 Uhr. Was ist das für eine crazy View hier, mit der man aufwacht? Da vorne die Berge da. Und jetzt gleich, jetzt wird es eigentlich noch super spannend, weil einfach, jetzt kommt gleich unser Butler, ja. Die bringt uns gleich Frühstück. Ja, und dann verrate ich euch auch den Preis. A serious problem, ich muss mal richtig dringend auf Toilette. Ja, ich muss richtig pissen. Ja, ich muss nicht nur das. Parfait, oui. Testen wir das Frühstück, ob es das Abendessen toppen kann. 2 Croissants, ein Hefeknoten okay. Und eine Schokolade. Und das war's auch schon wieder. Die finale Bewertung und der Preis. Also wir würden dem Ganzen 3 von 5 Sternen geben. Denn es hat hier fast 400 Euro gekostet. Und dafür war es ein bisschen zu wenig. Aber es war trotzdem eine crazy Experience. Wenn euch das Video gefallen hat, dann like das Video, abonniert den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.